was ist passiert? Ich bin mir noch nicht klar. Aber ich hatte es bestimmt bei mir, das weiß ich doch genau. Hast du es wirklich eingesteckt? Aber natürlich habe ich das. Du hast es selbst gesehen, Joe, du warst doch dabei. Es muss mir jemand gestohlen haben. Es gibt keine andere Erklärung. Oh, was soll ich denn tun, Joe? Soll ich trotzdem zu ihm hinaufgehen? Nein. Komm sofort zurück. Sie hat Angst. Kann ich mir denken. Erkennst du den Kerl wieder? Ja. Lass ihn nicht aus den Augen. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe selten Gelegenheit, mit dem Rauschgift-Dezernat zusammenzuarbeiten, aber wenn ich helfen kann... Ich suche einen Taschendieb. Wie heißt er? Keine Ahnung. Schwieriger Fall? Er hat einem Mädchen in der U-Bahn das Portemonnaie gestohlen. Wissen Sie wenigstens, wie er aussieht? Mhm. Dann kommen wir ins Geschäft. War Koks in dem Portemonnaie? Schlimmer, der Mikrofilm einer neuen Rauschgiftformel. Wem sollte sie den Film bringen? Ja, wem? Wir kennen alle bloß sie nicht. Er bleibt der große Unbekannte. Mit dieser Formel kann er das Land... mit synthetischem Rauschgift überschwemmen, ohne das Risiko der Einfuhr. Nur so kann es passiert sein, Joe. Es ist eben ein unglücklicher Zufall. Es tut mir selber leid. Wir müssen den Burschen finden. In New York? Du bist verrückt. Egal, wir müssen den Film finden. Film? Ja, allerdings, ein Film war in dem Portemonnaie. Und weißt du, was auf dem Film drauf war? Die Formel eines neuen chemischen Mittels. Na und? Das ist der wichtigste Auftrag, den ich jemals hatte. Merkwürdig, dass du dich so aufregst. Es gibt keine andere Kopie davon. Hör mal, diese Sache gefällt mir nicht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Wir sind keine Verbrecher. Wir sind Geschäfte. Aber riskante. Und meine Auftraggeber lassen nicht mit sich spaßen. Ich habe dir bereits gesagt, es tut mir leid, dass mir das passiert ist, aber ich kann dir nicht helfen. Sag deinem Chef, dass man mir das Zeug gestohlen hat. Candy, du darfst mich jetzt nicht im Stich lassen. Du hast mir gesagt, das wäre meine letzte Arbeit für dich. Du hast es versprochen. Das stimmt. Und du hast mir versprochen, sie zu Ende zu führen. Natürlich, aber ich kann nichts dafür. Candy, hör mal zu. Du bist doch ein kluges Mädchen. Du musst versuchen, den Dieb zu finden. Ich habe zu Taschendieben keine Verbindung. Du kennst genug Leute aus der Zeit... als du in Bars gearbeitet hast. Fängst du schon wieder davon an?
Candy, du musst mir helfen. Ich brauche den Film. Wenn ich deine Verbindungen hätte, würde ich dich nicht darum bitten. Nun gut. Ich will's versuchen, Joe. Wenn du den Dieb findest, werde ich dich nie mehr behelligen. Nie mehr. Das verspreche ich dir. Also gut, Joe. Den Prominenten war er nicht dabei. Müssen wir mal die restlichen 10.000 durchsehen. Wie lange wird das dauern? Vielleicht den ganzen Tag. Vielleicht auch noch die Nacht, wer weiß. Gibt's keine schnellere Methode? Vielleicht. Ich habe da noch so eine komische Figur auf Lager. Ich fürchte nur, ich kann's astrein. Wenn wir dadurch Zeit gewinnen? Wir können's mal versuchen. Möglich, dass Mo uns einen Tipp geben kann. Wer ist Mo? Sag Mo. Wer ist denn der Knabe? Sieht wie ein stellungsloser Hundefänger aus. Ich hätte eine Krawatte, die ist genau auf Ihre Persönlichkeit zugeschnitten, Tiger. Ich habe eine dringende Sache. Bei Ihnen ist immer alles dringend. Sie, ist etwa jemand umgebracht worden? Nein. Totschläger sind nicht mein Ressort. Ich muss noch ein paar Dollar verdienen für das Bankkonto hier. Noch nicht genug? Na, es macht sich. Es langt bald, um die Grabstelle und den Stein zu kaufen. Verlier's nicht, sonst wird's nur ein Armengrab. Finden Sie nicht, dass das ein ziemlich abgeschmackter Witz ist, Mr. Tiger? Ich meinte bloß, du sollst deine Dollars nicht so mit dir herumschleppen. Tiger, wenn ich im Armengrab landen müsste, das würde mich umbringen. Ich weiß ein schönes Plätzchen auf Long Island. Mit einer Trauerweide. Sie, wenn man sich da hinlegen darf, wird man auf Herz und Nieren geprüft. So vornehm sind die da. Also, was ist los? Ein Kerl hat in der U-Bahn einem Mädchen das Portemonnaie gestohlen. Ist er nicht bei euch in der Kartei verewigt? Vielleicht, aber wir haben keine Zeit, alles durchzusehen. Kennst du nicht ein paar Jungs, die in den letzten 24 Stunden in der U-Bahn gearbeitet haben? Ja, ich kenne zufällig ein paar Jungs, die in der letzten Woche in der U-Bahn tätig waren. Das Geschäft hat Flaute. Sind Sie der Vater von der Kleinen? Er ist ein Kollege von mir. Sie dürfen nur gestreifte Binder tragen, das hebt Ihre Persönlichkeit. Haben Sie sich den Jungen gut angesehen? Ja, mittelgroß, blond. Ach, mittelgroß, blond. Kurz, lang, dünn, fett. Tausende von Zockern sehen so aus. Die Technik ist ausschlaggebend. Jeder von ihnen hat seinen besonderen Kniff. Ha, sehen Sie, jetzt sieht er direkt manierlich aus, Tiger. $1.50. In Ordnung. Sagen Sie mal, Mister, wann war das? Vor ein paar Stunden. Stand der Junge links von ihr oder rechts von ihr oder vielleicht hinter ihr? Hinter ihr. Dann ging er herum und stand vor ihr. Hatte er eine Zeitung bei sich? Ja. Gerollt oder gefaltet? Gefaltet, glaube ich. Was? Sie glauben, sagen Sie? Was ist denn das für ein komischer kriminaler Tiger? Hören Sie mal, Sie müssen die Augen aufmachen. Ich sage Ihnen, alle diese Jungs haben ihre eigene Methode. Schon gut, sie war gefaltet. Hielt er die Titelseite nach oben oder den Annoncenteil? Den Annoncenteil. War er Linkshänder? Nein, Rechtshänder. Er hielt die Zeitung in der Linken. Hielt er sie leicht gebogen nach unten, etwa so? Ja. Hat er die Tasche wieder zugemacht? Tja. Und dabei die Zeitung so darüber gehalten? Ja.
Ich weiß schon, was alles bedeuten. Es kann nur einer sein. Ich hab's. Mr. Zara, warten Sie bitte draußen. Ja, aber es dauert nur eine Minute. Mo, wir müssen uns schnell einigen. Fang nicht wieder die alte Tour an. Was wollen Sie von mir, Tiger? Treibe ich die Preise für Schweinefleisch, Rindfleisch und Frankfurter Würstchen in die Höhe? Ist es meine Schuld, wenn alles teurer wird, verehrter Mister? Dies sind die Preise von heute Morgen. Wenn die Haushaltungskosten fallen, fallen auch meine Preise. Und wenn die Kosten steigen, steigen auch meine Preise. In meinem Notizbuch ist der Preis für einen Zucker $50. $50? Mhm. Du weißt, dass wir dafür kein Geld haben. Ach, wollen Sie mir erzählen, dass Sie mich bisher immer aus Ihrer Tasche bezahlt haben? $35. Hören Sie mal zu, Tiger. Ich werde Ihnen die Namen von 8 Zockern aufschreiben und wette $38.50, dass einer von den Burschen das Mädchen beklaut hat. Und ich wette, dass du dich irrst. Mr. Zara. Ja? Skip McCoy. Nachdem er schon dreimal gesessen hat und erst vorige Woche herausgekommen ist, soll er schon wieder was ausgefressen haben? Er muss ja schließlich auch leben, nicht? Dieser Bursche gehört endgültig hinter Schloss und Riegel. Hier. Das ist der Mann. Ich kenne nicht mal seinen Unterschlupf. Was? Der ist Ihnen nicht bekannt, Tiger? Ich dachte, Sie sind über alles im Bilde. Ach, dazu ist er noch nicht lang genug raus. Ich kenne seine Gewohnheiten. Er hat sich irgendwo verkrochen. Ein so ausgekochter Junge lebt zurückgezogen und setzt es nicht in die Zeitung, wenn er Fisch zugemacht hat. Und Skip McCoy schon gar nicht. Ich kenne seine Neigung für ausgefallene Schlupfwinkel, die man nicht leicht aufspürt. Ja, da muss man auf Draht sein, um ihn zu finden. Er sucht sich Plätze aus, wo ihr garantiert eine Woche braucht, bis ihr draufkommt. Worauf soll das denn aus, Mo? Nun, wer verdient sich nicht gern ein paar Dollar extra? Zufällig habe ich aber keinen Dollar mehr. Zufällig weiß ich aber, wohin er sich verkrümelt. War ein Preis einbegriffen. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind um 50%? Mo, jetzt ist aber Schluss. Was heißt hier Schluss? Warum machen Sie mir kein Angebot? Das nächste Mal gebe ich dir dafür das Doppelte. Auf Ehrenwort? Ja. Na gut, dann ist damit also die Konferenz beendet. Vielen Dank. Thank you.
auch hier, Mac. Dienstlich oder Besuch? Beides. Tiger will ich sprechen. Du gehst mit Mac, ich bleib hier. Klar. Schon wieder was auf die Seite gebracht? Sehen Sie nach, dafür werden Sie bezahlt. Bier gefällig? Natürlich nehme ich ein Bier. Wie geht's dem Chef? Du kennst den Chef, immer an der Spritze. Ja. Ich habe zwar keinen Kühlschrank, aber das Bier ist immer kalt. Wollen Sie auch eins? Tiger wartet. Okay. Hier ist der Öffner. Gehen wir also. Ach, Pinocchi, ich vergesse. Wenn Sie alles umgekrempelt haben, räumen Sie die Bude wieder auf. Hm? Und wenn Sie genug Bier haben, lassen Sie meine Patenteinrichtung wieder ins Wasser. Kommen Sie, Mac. Da kommt er. Schnelle Arbeit. Hoffentlich hat er den Film nicht weggeworfen. Nehmen Sie ihn vor? Zweimal wurde ich seinetwegen schon beurlaubt, weil ich ihn geohrfeigt habe. Warten Sie bitte draußen. Ich behandle ihn auf meine Weise. Gut. Sie haben mich eingeladen. Hier bin ich. Sie haben wohl Sehnsucht nach mir. Kaum bist du eine Woche raus und schon steckst du in der U-Bahn deine Finger in fremde Taschen. Wo hast du das Portemonnaie von dem Mädchen gelassen? Entweder weisen sie mir etwas nach oder bringen mich in meine Bude zurück. Ich bringe dich in einem Sarg zurück, wenn du das Ding nicht hergibst. Nicht so voreilig. Als Chef dieser Abteilung dürften Sie wohl wissen, dass ich es bei meinem Format nicht nötig habe, Damen zu beklauen. Bei Damen bin ich Kavalier. Du bist und bleibst ein Langfinger. Wenn man dich mal tot im Rinnstein aufliest, hast du unter Garantie deine Hand in der Tasche eines Betrunkenen. Du wurdest in der U-Bahn beobachtet. Nur Anfänger lassen sich beobachten. So? Und dass ich keiner mehr bin, davon sind Sie wohl überzeugt. Das Mädchen hatte Nitroglycerin in dem Ding, das würde ich in die Luft pusten. Welches Mädchen? Du, wenn du nicht sofort aufhörst zu grinsen, dann hau ich... Los, schlagen Sie mich, los doch! Dann mache ich noch mehr Stunk als das letzte Mal. Dann können Sie ein ganzes Jahr in unbezahlten Urlaub gehen. Los doch, schlagen Sie mich, fangen Sie mal an. Schlagen Sie schon zu oder wollen Sie nicht? Sind Sie etwa nervös? Nur keine Hemmung. Sag. Wir wollen nur das Portemonnaie. Sagen Sie uns, wo es ist. Haben Sie den Film noch, der drin war? Wessen der? Das geht dich gar nichts an. Los, antworte! Augenblick mal. Seit ich wieder raus bin, habe ich keinen Pfennig angerührt, der mir nicht gehört. Auf Ehrenwort. Stellen Sie mich der Kleinen doch gegenüber. Mein Wort steht gegen Ihr Wort. Nein. Ihr Wort gegen meins. Ich habe Sie beobachtet. Na gut, dann ist es Ihr Wort. Aber Sie werden das Zeug erst bei mir finden müssen. Los, durchsuchen Sie mich, bitte sehr. Der Film sollte uns auf eine Spur bringen. Es handelt sich um Rauschgift. Wir verfolgen das Mädchen seit Monaten. Und gerade als ich im Begriff war, den Chef der Bande zu fassen, dem sie den Film übergeben sollte, da kommen Sie mir in die Quere. Verstehen Sie nun, wie wichtig die Sache ist. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, sehen wir von Ihrer Verhaftung ab. Nicht wahr, Tiger? Weiß Gott, ich würde ihn lieber einbuchten, aber diese Sache ist wichtiger. Ich glaube, Sie sind an der falschen Adresse. Ich stecke meine Finger nicht in fremde Taschen. Wenn Sie sich weigern, sind Sie genauso ein Schweinehund wie die Gangster, die Kokain und Opium verschieben. Wollen Sie mich beim weichen Herzen packen? Ich weiß schon, wo ich dich zu packen habe. Und ich weiß, dass Sie mich dreimal geschnappt haben und mich dreimal eingesperrt haben. Und ich weiß auch, dass Sie sich geschworen haben, mich lebenslänglich ins Gefängnis zu bringen. Nun fangen Sie bloß noch an, auf Nächstenliebe zu machen. Da ich keinen Film gestohlen habe, werden Sie es mir nicht beweisen können. Und wenn ich sage, dass ich es war, würden Sie mich trotz Ihrer Versprechungen einsperren lassen. Nehmen Sie doch Vernunft an. Ach Quatsch. Gib den Film raus. Nur ein Narr gibt mehr, als er hat, Tiger.
MacGregor! Los, bring ihn raus! Bring ihn raus, den Bursch! Ja, hallo. Wenn es wie Nocke ist, fragen Sie ihn, ob er mein Bier wieder in den Kühlschrank gestellt hat. Hey, Willi, was ist mit Tiger los? Der hat eine Stinklaune. Pass doch auf. Aufwärts, bitte. Wünschen, bitte. Ich möchte eine Kopie der New York Times vom 5. Januar 1947. Füllen Sie das bitte aus. Gern. Wer hat sie zu mir geschickt? Der Junge von der Kegelbahn. Und wer hat sie zu dem Jungen geschickt? Der Mann, der in dem Trödelladen in der Gold Street arbeitet. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Hören Sie, $20, wenn Sie mir sagen, wo ich Ringe Louis finde. Leg sie auf den Tisch. Erst sagen Sie es mir. Ich bin Ringer Louis. Warum haben Sie dann gesagt, Ihr Name wäre Gottkin? Hören Sie, wenn Sie mir das Geld nicht wiedergeben, mache ich hier einen Mordskrach. Hey, Lum. Wie heiße ich, Lum? Privat oder geschäftlich? Geschäftlich. Ringer Louis.
Für weitere 20 gebe ich Ihnen die Adresse einer Mittelsperson. Ohne Geld machen Sie wohl gar nichts. Bauer 174. Wie beim Tätowierladen, erster Stock links von der Treppe. Sie heißt Mo. Eine Frau? Sagen Sie ihr, ich schicke sie. Lohm, bring mir noch eine Portion Schaufan. Mit viel Curry. Wer ist da? Ringa Louis schickt dich. Wer? Ringa Louis. Sind Sie Mo? Wer sind Sie? Sie sind mir empfohlen worden. Ich brauche eine Auskunft über einen Taschendieb. Wer hat Ihnen denn erzählt, dass ich was mit Taschendieben zu tun habe? Im Gegenteil, ich bin so erzogen worden, dass ich krumme Sachen der Polizei melde. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und den lassen Sie sich ganz gut bezahlen. Stört Sie das? Ich suche einen Taschendieb, der mir heute in der U-Bahn mein Portemonnaie gestohlen hat. Ach, Sie sind das arme Opfer. Was meinen Sie? Oh, sowas spricht sich schneller um, als man denkte. Was war in dem Portemonnaie? Das ist hübsch. Was Persönliches. Was Persönliches? Was interessiert Sie das? Der Dieb hatte keine Ahnung, was drin war. Kann man nicht wissen. Haben Sie einen Freund? Warum? Wollen Sie ihm einen Schlips schenken? Ich habe ein Spezialsortiment Krawatten mit persönlicher Note. Spottbillig. Ich erzähle Ihnen jetzt genau, wie es war. Wollen Sie also das Geschäft machen? Haben Sie Vitamin Z bei sich? Vitamin Z? Ja, Zaster, ich arbeite nur für Bargeld. Wie viel? 50 Dollar. Thank you.
Gucken Sie nicht so dumm. Willst du ein Bier? Ich will mein Portemonnaie. Was willst du? Sie haben es mir heute früh in der U-Bahn gestohlen. Oh, sehe ich vielleicht wie ein Taschendieb aus? Wie denn sonst? Au. Wisch dir das Gesicht ab. Was hast du Mo gezahlt? Ne? Ich wette, du hast dafür $50 geblecht. Wie ich Mo kenne. Hm? Mo ist tüchtig. Hm. Hübscher Schlips. Sie haben sie es weggeworfen. Hm? Mr. McCoy, ich muss es wieder haben. Warum? Geben Sie es mir. Sie können damit doch nichts anfangen. Nein? Oh. Habe ich zu hart zugeschlagen? Ist mir schlecht. Setz dich. Lass mal fühlen. Da tut's weh. Keine Angst, das kriegen wir schon wieder hin. Nun, Kleine, wollen wir mal ganz offen miteinander sprechen. Es war ein Film drin. Du durchsuchst meine Bude nur, um einen Film zu finden? Sie haben mir eine schöne Suppe eingebrockt. Wieso, arbeitest du etwa für so eine Presse? Oh nein, nichts dergleichen, Mr. McCoy. Es sind Bilder von meinem Bruder Mickey. Er ist immer noch in Korea. Meine Mutter wartet sehnsüchtig darauf. Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Ich habe neulich einigen Ärger gehabt mit diesem Institut und meine Mutter darf nichts davon wissen. Verstehe. Schon besser? Stimmt das Bier Sie so zärtlich? Was war das für ein Ärger, den du mit der Polizei hattest? Man kann leicht mal stolpern. Aha. Ich fragte nur, weil... Weil? Cent und findet oft einen Dollar. Predigt zu viel. Wieso? Wie viel ist dir dein Bruder wert? Was wollen Sie, Mr. McCoy? Ich möchte nur deine alte Dame glücklich machen. Sie haben. Ich fürchte nur, mein Kind, es gibt da irgendwo noch eine andere alte Dame, die auf die Bilder scharf ist. Hm? Bring mir doch erstmal den Beweis, dass du überhaupt einen Bruder hast. Das richte ich meiner Mutter aus. Tu das. Thank you.
Es ist sie. Ich gehe zu ihm. Hallo, Tiger. Sie wecken den halben Hafen auf, so ein Krachen machen Sie. Geht verdammt schnell bei dir. Bei Ihnen auch. Schon einig? Los doch, sperren Sie mich ein. Sie haben doch sonst keine Hemmungen. Sich einsperren hilft uns nicht weiter. Sie sitzen wie auf glühenden Kohlen, nicht wahr, Tiger? Wenn Sie sich nur nicht verbrennen. Ich hab dir versprochen, dich vor der Verhaftung zu bewahren, wenn du uns behilflich bist. Ich mach dir jetzt ein besseres Angebot. Zwar würde ich mir lieber die Zunge abbeißen, als dir das zu sagen, aber persönliche Gefühle schalten hier aus. Ich werde mit unserem Chef sprechen und ihn bitten, dich reinzuwaschen. Doch, ich persönlich werde ihn bitten, deine Vorstrafen zu streichen. Dann hast du wieder eine weiße Weste, Skip. Einen einwandfreien Pass für den Film. Kein schlechtes Geschäft für dich. Sie wollen wohl einen alten Mann verkohlen. Einen schönen Trick habt ihr euch da ausgedacht, um mich reinzulegen. So ein Quatsch. Das haben sie doch die großen Tiere in eurem Dezernat ausgeknobelt. Du musst wissen, was du tust. Aber das gebe ich dir schriftlich. Ganz egal, was aus der Rauschgiftbande wird, dich bringe ich wieder ins Kittchen. Hey, Tiger, Sie können sich die Mühe sparen. In die Falle, die Sie mir stellen, laufe ich nicht rein. Wiedersehen. Hast du ihn gefunden? Hat er ihn? Ja, aber er weiß, was drauf ist. Eine ganz schöne Strapaze, den Kerl aufzustöbern. So eine merkwürdige Alte hat mir für seine Adresse $50 abgeknüpft. Sie heißt Mo und wohnt in der Bowery 174. Verkauft zur Tarnung Krawatten. Wieso glaubst du, er weiß es? Er machte so eine Andeutung. Ein cleverer Junge. Sagte er, was auf dem Film ist? Er will dich erpressen. Das sagt doch alles. Hast du meinen Namen erwähnt? Nein. Weiß er, wo ich wohne? Was bist du denn so aufgeregt? Du solltest dich freuen. Ich habe ihn aufgespürt für dich. Und er hat das, was du suchst. Ich gebe dir seine Adresse und du verhandelst mit ihm. Nein. Das kann ich nicht riskieren. Das habe ich gern. Du kannst es nicht riskieren, aber mich schickst du hin. Bei dir ist das was anderes, Candy. Inwiefern? Vielleicht war er dazu beauftragt und... Und wusste, was er stiehlt. Schon möglich. Und warum hat er sich da nicht an dich gehalten? Das begreife ich nicht, Joe. Vielleicht laviert er nach beiden Seiten, verstehst du nicht? Nein, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht hat es mit dem Film etwas auf sich, was du mir verschwiegen hast. Was meinst du damit? Das sollst du mir sagen. Es hat nichts auf sich. Nur wenn er wüsste, dass ich hinterher bin, würde das den Preis erhöhen. Ich sagte dir schon, es ist ein riskantes Geschäft. Die Fabrikanten tun alles, um die Konkurrenz auszuschalten. Deshalb muss ich mich zurückhalten. Und deshalb musst du zu ihm gehen. Niemals werde ich zu dem Kerl zurückgehen. Er hat mir einen Kinnhaken versetzt. Candy, das ist dein letzter Auftrag. Du hast ihn angenommen und führen auch zu Ende. Komm. Hier sind 500. Biet ihm 50. Wenn er mehr will, gib ihm nochmal 50. Was übrig bleibt, gehört dir. Hier. Für $400 kannst du dir eine Menge Kleider kaufen. Du musst ihn rumkriegen.
erwarte dich im Büro. Hey, ich bin hier unten, zur Treppe durchs Appartement, hinter der Hängematte. Wo ist deine alte Dame? Sie konnte nicht kommen. Schade. Hast du die Moneten? Vielleicht. Aus ihnen werde ich nicht schlau. Auch nicht nötig. Aus mir werden viele nicht schlau. Wie viel hast du mit? Wie ist es möglich, dass so ein netter Junge wie Sie in der U-Bahn Handtaschen ausräumt? Hm? Mein Kind, als ich das letzte Mal Taschen ausräumte, war ich noch ein Baby. Das letzte Mal war heute Morgen, falls Sie inzwischen nicht noch ein bisschen gearbeitet haben. Ah, hör auf mit der Platte. Wie oft sind Sie geschnappt worden bei Ihren Geschäftsreisen? Hör zu, Baby. Wenn ich gekascht werde, ist das nur ein Zufall. Entweder, weil ich nicht in Stimmung bin oder nicht konzentriert genug. Dreimal bin ich geschnappt worden. Dreimal. Das gehört dazu. Jedes Geschäft hat sein Risiko. Brauchst du eine? Sicher. Ich hörte mal von einem Jungen, der war auch schon dreimal im Gefängnis. Und als sie ihn das vierte Mal schnappten, sperrten sie ihn für immer ein. Ja, so ist nun mal das Gesetz. Wer dreimal gesessen hat, bekommt beim vierten Mal lebenslänglich. Sie meinen, wenn man Sie heute Morgen erwischt hätte, müssten Sie für immer ins Gefängnis? Ich werde nicht erwischt, wenn ich mich konzentriere. Sie sind dumm, dass Sie Ihre Freiheit aufs Spiel setzen. Für das bisschen, was in so einer Handtasche schon drin ist. Tut's noch weh? Nein. Gut. Sie haben Hände wie ein Künstler. So schlank und geschmeidig. Ich brauche sie ja auch zum Beruf. Nur wenn sie leer sind, werden sie nervös. Nur rück mal raus mit dem Geld. Wie sind Sie Taschendieb geworden? Wie bin ich Taschendieb geworden? Blöde Frage. Wie bist du denn geworden, was du bist? Schicksal, was sonst? Warum denn gleich so böse? Stell nicht so dumme Fragen. Ich fragte dich nur, weil es mich interessiert. Dich interessiert? Wie viel ist er dir wert? Warum jetzt davon anfangen? Deshalb bist du doch gekommen. Dadurch, dass du mir den Lippenstift verschmierst, wirst du den Preis bestimmt nicht erhöhen. Dann wirst du dich nicht. Weil ich dich wirklich gern hab. So? Warum? Das glaubt man immer, wenn man sich küsst. Manchmal ist es sogar wahr. Und morgen hast du jemand anderen gern. Ich hab schon viele Männer geküsst. Aber ehrlich, Skip, niemals habe ich das dabei empfunden. Du sprichst wie im Fieber. Jetzt weiß ich, was du meinst. Man sucht einen Cent und findet einen Dollar. Wie viel hast du mit? Ich möchte jetzt nicht davon sprechen. Wie viel? 500.
Sag deiner lieben alten Dame, dass ich 20.000 für den Film will und noch heute Nacht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Erzähl mir keine Märchen, du weißt doch ganz genau, was los ist. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Aber Schluss mit dem Theater. Du bist Zuträgerin für eine Rauschgiftbande. Aber was macht das schon? Geld bleibt Geld. Los, mach dich auf die Beine. Sag deiner alten Dame, was ich verlange. Du meinst... Ab! Du denkst doch nicht wirklich, dass... Ich denk gar nichts. Ich weiß es schon seit heute früh. Und ich weiß auch genau, was das Zeug wert ist. Skip, ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Das weißt du genau. Aber du weißt nicht, dass ich in der U-Bahn beobachtet wurde von einem Geheimen. Es ist bestimmt für niemand einfach, meine Finger bei der Arbeit zu beobachten. Aber einer hat's gesehen. Und weißt doch wieso? Weil er dir auf den Fersen war. Und von dem Kerl, dem du den Film übergeben solltest, von dem weißt du auch nichts, hä? Dabei wartet er jetzt auf dich. Oh, Skip. So wie ich zu dir stehe, würde ich dich niemals anlügen. Glaub mir. Ach, ich glaub niemand. Wer Rauschgift verkauft, verkauft sie auch selbst. Verzeih, Skip. Ich gehe ja schon. Bestell deiner alten Dame, sie kriegt den Film nicht unter 25.000. Hopp! Dabei hat er mich geschlagen und durch die ganze Bude gejagt. Und ich bin auf ihn reingefallen. Die $500 hat er mir einfach aus der Tasche genommen. Aber wisst ihr, was das Unverschämteste an der Sache ist? Er verlangt dafür $25.000. 25.000 für so einen Film. Habt ihr sowas schon mal gehört? Und wisst ihr, was er dann noch sagte? Der ist verrückt. Total verrückt. Ich gehöre zu einer Rauschgiftbande. Das ist doch die Höhe. Sag mir bloß eine... Wie kommt der Kerl auf diese Idee? Also gut, er will uns erpressen. Aber ausgerechnet Rauschgift. Setz dich. Und dann sagte er zu mir noch, ich soll nur mit... Setz dich. Sie hätten das selbst erledigen müssen. Das Risiko war zu groß. Dafür bezahlen wir Sie. Der Unsicherheitsfaktor ist meines Wissens einkalkuliert. Der Film muss morgen Abend zur Stelle sein. Morgen Abend, letzter Termin. Joe! Das darfst du nicht tun. Wo wohnt er? Joe, er gibt ihn nicht kampflos aus. Ich kenne ihn. Wo wohnt der Kerl? Wenn du ihn tötest, kommst du auf den elektrischen Stuhl. Joe, du hast mir aus dem Dreck herausgeholfen. Ich hab durch dich ein paar Dollar verdient. Und ich will nicht, dass du so umkommst. Gut, dann werde ich ihn finden.
Ich habe hier Moos Adresse. Also gut. Ich sage es dir. Er wohnt in der May Street. 247. Hinter dem Kino. Im ersten Stock. Ich werd doch verrückt. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Mit wem ich sprechen sollte. Warum gehst du nicht zur Polizei? Wer glaubt denn, dass ich keine Ahnung hatte, was ich überbrachte? Wer glaubt mir das? Wer glaubt mir das? Würden Sie es mir glauben? Mo, wissen Sie denn, was man mit solchen Leuten macht, die Rauschgift verschieben? Mo, Sie müssen mir versprechen, Mo. Wenn Josie fragt, Sie wissen nicht, wo Skip wohnt. Er wird mich nicht finden. Er weiß, wo Sie wohnen. Warum ist er da nicht hier? Weil ich eine falsche Adresse von Skip angegeben habe. Er sucht ihn jetzt. Warum warnst du Skip nicht? Ach, Mo, er würde mir kein Wort glauben. Hm. Du hast ihn also auch in dein Herz geschlossen, hä? Ist so ein Wind unter, aber ich hab ihn gern. Und dann verkaufen sie ihn für 50 Dollar. Ach Gott, einige handeln mit Äpfeln, andere mit Strümpfen und ich handle eben mit Informationen. Skip hat Verständnis dafür, er ist nicht so. Wir leben eben in einer anderen Welt. Vielleicht wirkt das ganz erzieherisch, wenn ich ihn ab und zu verpfeife. Aber diesmal bedeutet es Leben oder Tod. Du denkst doch nicht etwa, ich werde ihn ans Messer liefern? Kaffee. Bleib von deiner Bude weg, Skip. Es will dich einer kalt machen. Wenn er das vorhat, wird er mich auch so finden. Es findet sich immer einer, der einen verpfeift. Ich hab's ihn nicht auf dich gehetzt. Ehrlich, ich hab 8 Namen angegeben. Aber der Kerl, der dabei war, hat ein Bild wie der Blitz rausgepickt. Mhm. Übrigens wusste ich sofort, dass nur du es warst. Denkst du? Wie viel hast du herausgeschlagen für deine Information? Sei nicht böse, Skip. In ein paar Stunden hätten sie dich sowieso gefasst. Ich hab die Sache bloß ein bisschen beschleunigt. Wirklich reizend von dir. Wer will mich kalt machen? Wieso bist du so abgerutscht? Seit wann machst du denn den Rauschgift? Bist du bei der Heilsarmee? Ich kannte dich schon, als du noch ein kleiner Junge warst. Du warst immer ein ehrlicher Taschendieb. Und jetzt machst du solche Sachen. Hör auf, du brichst mir das Herz. Selbst bei unseren krummen Geschäften muss man irgendwo die Grenze wahren. Das Mädel aus der U-Bahn. Die ist in Ordnung. Sie hat schreckliche Angst um dich. Sie ist... Du siehst müde aus, Mo. Geh nach Hause. Geh. Gebrauch lieber deinen Kopf, anstatt deine Hände. Die Kleine liebt dich. Mach's gut, Skip. Wiedersehen, Mo.
Ihre Krawatte, Mister? Brauchen Sie eine Krawatte? Neueste Muster, geschmackvolle Farben. Der letzte Schrei. Was wollen Sie, Mister? Die Adresse von dem Taschendieb, die Sie heute an ein Mädchen verkauft haben. Die habe ich vergessen. Hier ist ein 100er, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Das meinen Sie doch nicht im Ernst? 500. Ist der junge Sohn Vetter Brocken? Die Adresse will ich haben. Vielleicht fällt es mir in ein paar Tagen wieder ein. Vielleicht sind Sie in ein paar Tagen nicht mehr da. Wollen Sie mir eine Kugel durch den Kopf jagen? Was versprechen Sie sich eigentlich davon? Warum wollen Sie sie mir nicht geben? Sie verkaufen doch sonst jeden für ein Butterbrot. Ja, aber nicht an Sie, Mister. Hören Sie. Ich habe nicht viel Zeit, verstehen Sie? Sie haben nicht viel Zeit. Sieh mal an. Sehen Sie, Mister. Ich bin nur noch eine alte Uhr, die kurz vorm Ablaufen ist. Ich bin müde. Ich will nicht mehr. Die Stunde kommt für jeden Mal. Auch Ihnen bleibt sie nicht erspart. Mit mir ist nicht mehr viel los. Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen. Nachts kann ich nicht schlafen. Morgens in aller Frühe wieder aufstehen. Sich anziehen. Durch die Straßen laufen. Steile Treppen klettern. Immer wieder dieselbe Plackerei. Aber was soll ich machen? Aufgeben? Ich muss weitermachen, muss weiterschuften, um sterben zu können.
Aber lieber verzichte ich auf ein feines Begräbnis, bevor ich mit solchen Schuften wie euch Geschäfte mache. Ich weiß ja, was ihr hier seid. Das wissen Sie. Ich weiß, dass Sie mit Rauschgift zu tun haben und hinter einem Film her sind, der Ihnen nicht gehört. Jetzt haben Sie sich Ihr Grab geschaufelt. Was wissen Sie noch? Was weiß ich schon von Rauschgifthändlern? Nichts. Ich weiß nur das eine. Es sind große Lumpen. Nun wird am Ende doch nichts aus meinem feinen Begräbnis. Hab's wenigstens versucht. Sehen Sie, Mister, ich bin so müde. Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie jetzt abdrücken würden. Los, aufstehen, mitkommen. Was ist denn? Los, schnell hier an die Wand. Oh, Polizei. Ich hatte schon Angst, es ist ein Raubüberfall. Keine Waffe. Natürlich nicht. Ich habe noch nie einen Revolver gehabt. Umdrehen. Gern. Hey, Moment, was soll das bedeuten? Mordsache, Mordsache. Haben Sie den Feind erwischt. Langsam, immer langsam. Sie können mich doch nicht einfach festnehmen. Was habe ich denn getan? Wir holen alle ab, die im Moos-Notizbuch stehen. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie meinen, Mo ist tot? Sie wurde erschossen. Was? Mr. Campion! Hey, Eddie! Ja? Pass auf ihn auf. Hallo. Inspektor Campion? Ja. Mein Name ist Enger. Danke. Ihr Fahrer sagte mir eben, wann es passiert ist. McCoy ist nicht Ihr Mann. Tut mir leid, aber ich habe Order, ihn zu verhaften. Ich beobachte ihn schon seit mehreren Stunden. Sagen Sie Ihrem Chef, er soll Sie mit Mr. Zara in Verbindung setzen. Gut. Komm. Naja, aber ich dachte, Sie würden warten, bis sich ein Angehöriger von ihr meldet. Da meldet sich niemand. Morgen früh kommt sie auf den Armenfriedhof. Wird gemacht. Ja? Ja, ich verstehe. Okay. Hey, Eddie. Ja? Nimm sie ab. Hä? Nimm sie ab. Wir fahren los. Stimmt was, nicht? Ist eine Vollmacht. Ich übernehme Nummer 11. Der Name ist Mo. Mo Williams. Steve. Ja? Nummer 11, geh zurück. Pass mal mit an. Thank you.
Beamte? Nein. Wo willst du denn damit hin? Sie beerdigen lassen. Ist tot, Skip. Sie wurde heute Nacht erschossen. Steht in der Zeitung. Was willst du hier ohne das Geld? Ich war noch bei ihr gestern. Ich bat sie, Joan, nicht zu sagen, wo du wohnst. Sie wollte dich nicht verraten, Skip. Sie hatte dich wirklich gern. Wer ist Joe? Deine alte Dame? Du hörst nicht zu. Ist Joe deine alte Dame? Ja. Aber ich habe Mo vorhin gewarnt, Skip. Ich wusste, dass er sie aufsuchen würde. Du denkst, er hat es getan? Bestimmt. Er hatte den Auftrag, dich zu finden. Ich habe gesehen, wie er den Revolver nahm. Ehrlich, ich glaubte nicht, dass er dich töten würde. Hör auf! Es ist meine Schuld. Ich meinte es doch nicht so. Ich dachte doch nur an Mo. Sie hat es sich nicht träumen lassen, dass sie mal so enden würde. Schon gut. Es ist meine Schuld. Ich bin die ganze Nacht durch die Straßen gelaufen. Schon gut. Ich wusste doch nicht, wohin. Und als ich es in der Zeitung las, kam ich zu dir, um dir zu sagen, wie es passiert ist. Du hast mir so Unrecht getan, Skip. Ich hatte nichts mit der Bande zu tun. Ganz ruhig, ist ja schon gut. Jetzt durchschaue ich die Zusammenhänge. Wo wohnt er? Hat er einen Revolver? Mich hetzt die Polizei auf ihn. Wo wohnt er? West End, Washington Street 4. Hoffentlich hat er die 25.000 bereit liegen. Skip! Bis nachher. Skip! Thank you.
Kommen Sie rein. Sind Sie der Chef der Abteilung? Ja. Hier ist der Film, den Sie gesucht haben, hinter dem die Bande her ist. Skip hat mich zu Ihnen geschickt. Skip McCoy? Ja, ich wurde verfolgt. Bestimmt nicht von Freunden. Ich folgte Ihnen. Ja, das ist der Film, den wir suchen. Nehmen Sie bitte Platz. Beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen. Wie haben Sie Skip kennengelernt? Durch eine gewisse Mo. Hat die Bande was mit dem Mord zu tun? Ja. Können Sie das beeiden? Alles, was ich sage, kann ich beeiden. Wussten Sie, was auf dem Film war, als er Ihnen gestohlen wurde? Hören Sie. Ich wüsste nicht, dass ich gesagt hätte, dass mir von irgendjemand irgendetwas gestohlen wurde, Mister. Ich kam her, um Ihnen behilflich zu sein. Skip wollte es so. Ah. Es war nicht einfach für ihn, er hat sich erst durchringen müssen. Aber zuletzt hat sein guter Kern gesiegt. Aber warum lange Romane erzählen, Mister? Hier bringe ich den Film, das genügt. Wussten Sie, dass es sich um Rauschgift handelt? Nein, erst als Skip es mir sagte. Ganz ehrlich. Sie kamen doch her, um uns zu helfen. Ich sagte ja schon, deshalb hat mich Skip hergeschickt. Ich hätte einen Auftrag, aber der ist nicht ungefährlich. Bitte reden Sie. Also gut. Bringen Sie Joe diesen Film zurück. Wer ihn dann weiter befördert, ob Sie oder er, spielt dabei dann keine Rolle. Sobald er dem Chef der Bande übergeben wird, packen wir zu. Sind Sie bereit? Na gut. Rufen Sie an. Sagen Sie ihm, dass Sie den Film haben. Ist doch ein kleiner Unterschied zwischen einem Rauschgifthändler und einem Taschendieb. Hallo, Joe? Hier ist Candy. Candy! Candy! Joe? Wo bist du? In der Badewanne. Deshalb habe ich die Wohnungstür nicht abgeschlossen. Nimm dir inzwischen eine Tasse Kaffee. Komm raus! Habt ihr mich gehört? Ich sagte, komm raus! Ich lass mich nicht länger so Narren halten. Candy! Warum hast du mir eine falsche Adresse gegeben? Ich musste... Warum? Ich wollte nicht, dass du ihn umbringst und dich unglücklich machst. Wo warst du heute Nacht? Bei ihm. Ich werde die Wahrheit aus dir herausprügeln, wenn du mir hier was vormachst. Ja, los, schlag zu, schlag mich doch, wenn du mir nicht glaubst. Aber ich hab den Film. Er wollte doch 25.000. Wie hast du das gemacht?
Was glaubst du wohl? Ich wollte dich nicht anlügen, Joe. Ich wollte nur nicht, dass du eine Dummheit machst. Du weißt, dass ich dir helfen will, Joe. Ich würde alles für dich tun. Es gibt nichts, was ich nicht für dich tue. Es fehlt ein Bild. Du würdest alles für mich tun, hm? Sag, wo er wohnt! Ich weiß es nicht. Wo wohnt er? Er ist nicht da! Joe! Wo wohnt er? Ich weiß es nicht! Where is he left? Sie lebt noch. Schnell den Krankenwagen. Bitte das Polizeipräsidium. Der Kerl muss doch noch hier sein. Durchsuch jeden Winkel. Schickt ein Krankenauto. Überfall auf eine Frau. Philadelphia Street 34, Apartment 304. Verständigt die Mordkommission. Auf dem Dach ist er nicht. Lass die Haustür stärker bewachen. Krieg, durchsuchen Sie das Treppenhaus. Gips! Hier unten ist er nicht. Er muss noch irgendwo hier im Hause sein. Sehen Sie überall nach. Auch ein Aufzug.
Gips hat's erwischt, er ist eben gestorben. Das Mädchen kommt vielleicht durch. Ja, Großalarm ist schon durchgegeben. Alle Verkehrsmittel werden kontrolliert. Jawohl, sein Steckbrief wird bereits verteilt. Wir haben uns also verstanden, meine Herren. Sobald Joe erkannt wird, dürfen wir ihn nicht mehr aus den Augen lassen, unter keinen Umständen. Wenn er den Film übergibt, dann wird er verhaftet. Schwester, warum dauert es so lange, bis er kommt? Sind Sie auch sicher, dass er benachrichtigt wurde? Warum dauert es so lange, Schwester? Bitte, Sie dürfen sich nicht so aufregen. Bitte rufen Sie die Polizei an. Gehen Sie raus, gucken Sie nach, ob er kommt. Warum dauert es so lange? Es hat geklopft. Gehen Sie, machen Sie auf! Geht es besser? Ja. Joe hat gemerkt, dass sein Bild fehlt. Ich musste dich warnen. Ich habe alles so klug eingefädelt. Und du nimmst mir den Film. Machst mir einen Strich durch die Rechnung. Skip, sieh zu, dass du das Bild los wirst. Wirf es weg, Skip. Tut mir leid, dass ich dir das Geschäft verdorben habe. Aber es ist mir lieber, du verzichtest auf die 25.000 und bleibst am Leben. Und mir ist es lieber, wenn du offen mit mir redest. Fühlst du immer noch nicht, Skip, dass ich dir die Wahrheit sage? Weißt du, wo ich wohne? Deine Adresse war in meiner Handtasche. Damit Joe dich nicht findet, habe ich dich hierher rufen lassen. Geh nicht in deine Bude zurück, Skip. Hat Joe dich so zugerichtet? Ja. Warum? Ich wollte ihm nicht sagen, wo du wohnst.
Reifen ist er auch nicht. Komisch. Das Licht brennt doch. Er wird sicher gleich zurückkommen. Warum haben Sie mich nicht früher benachrichtigt? Das konnte ich nicht. Ich musste die Polizei erst abschütteln. Sie sind sicher, dass er hier wohnt? Ja, 66. South Street? 66. Wie viel Zeit haben wir noch? 30 Minuten. Dann liefern Sie den Film lieber so ab, wie er ist. Es wird besser sein, wenn Sie ihn abliefern. Ich warte hier auf McCoy. Nein, Sie werden gehen. Die Zeit drängt. Joe! Ja? Ich werde versuchen, dem Chef das fehlende Bild noch vor dem Abflug zu überbringen.